Südkorea Interview mit Dieter Meier, dem GAU-Vorsitzenden des Markgräflauer Hochrheinturngaus, nach dem GAU-Turntag hier in Tingen. Herr Meier, zufrieden mit dem Verlauf oder gab es Überraschungen? Überraschungen an sich gab es nicht, aber sehr zufrieden. Wir hatten eine hohe Aufmerksamkeit. Dr. Kischler war da, es war die Landtagsabgeordnete war da, es war der Badische Turnerbund vertreten. Die haben uns gezeigt, dass wir gut ankommen in den Gemeinden hier bei uns, dass die Vereine wichtige Arbeit leisten, vor allem auf ehrenamtlicher Basis. Das freut mich und die Vereine haben durch großen Beifall das eigentlich auch gutiert. Und letztlich wichtig für uns der parlamentarische Teil, wo wir uns zusammensetzen. Natürlich haben wir Personalsorgen, wie jeder Verein Personalsorgen hat, aber ich bin guter Dinge, vor allem nachdem wir jetzt mit André Habs vom Turnverein Hagen das Vorsitzendenamt für die Lösung der Personalfragen besetzen konnten. Also Sie haben es schon gesagt, also die größte Sorge ist personell. Also wie viele Posten sind noch offen? Einen habt ihr besetzt? Zwei in dem Fall, zwei also Vorsitzende. Zwei wichtige Posten sind offen. Das ist der Vorsitzende Leistungssport, der im Grunde genommen die Fachbereiche unserer Kernsportarten, Turnen, zusammenfassen soll und da vielleicht auch das eine oder andere machen kann, um unser Turnen voranzubringen, sodass wir geschlossen vorgehen können. Das wäre mir noch ein wichtiges Anliegen, dass dieser Vorsitzende Leistungssport besetzt wird. Und tue Gutes in den Vereinen, aber rede auch darüber. Und da fehlt uns eigentlich der Vorsitzende für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, sodass wir das auf eine breitere Basis stellen können. Das ist jetzt trotzdem abgedeckt durch unsere rege, tätige Regionalbeauftragte, die Nicole Meyer, die ja als hauptamtliche Kraft 20 Stunden für den Turngau arbeitet. Und ich meine auch mehr bringt als nur das, was auf dem Papier steht, sondern sich richtig einbringt und turnerisch denkt, was uns ja auch sehr wichtig ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen mit der Regionalbeauftragten, ob Sie zufrieden sind mit der Arbeit, sind Sie. Und sie hat ja auch ein breites Aufgabenfeld wie diese Gymwelt. Also Gymwelt ist sicherlich eine der großen Aufgaben, wie der Turngau sich ins 21. Jahrhundert entwickeln muss. Oder sehen Sie das anders? Das ist vollkommen richtig. Nachdem der Deutsche Turnerbund und der Badische Turnerbund dem folgend auch die drei Marken Kinderturnen, Turnen und eben die Gymwelt so richtig in die Vereine gebracht hat, sind wir in der Öffentlichkeit präziser wahrnehmbar mit unseren Angeboten. Wir haben natürlich das Turnen, das ist der Wettkampfsport, wo wir ganz tolle Leistungen bieten, wo wir auch eine gute Spitze haben. Das muss man schon sagen. Das Kinderturnen versteht sich von alleine. Die Kinder kommen als allererstes zu uns in die Turnvereine, um dort Bewegung von Anfang an zu lernen. Und die Gymwelt, das ist eigentlich das Beste, was der Sport zu bieten hat, nämlich Fitness und Gesundheit. Und da haben wir auch die meisten Mitglieder. Das muss ein Schwerpunkt sein. Und angesichts unserer zunehmenden älteren Bevölkerung auch weiterhin ein ganz, ganz wichtiges Standbein. Schließlich können wir dort vielleicht auch unsere Führungskräfte gewinnen. Deshalb auch weiterhin ganz wichtig, dass wir in dem Bereich gut aufgestellt sind. Das wird auch Schwerpunkt unserer Aufgabe in diesem Jahr sein. Die Angebote der Turnvereine sind sicherlich auch billiger und mindestens so kompetent wie das von kommerziellen Anbietern, nehme ich an. Das ist unser Ziel, das ist auch unser Selbstbewusstsein und damit treten wir auch an. Deshalb haben wir viele dezentrale Lehrgänge hier bei uns im Turngau. Man muss nicht nach Steinbach oder nach Karlsruhe, nach Stuttgart fahren, sondern man kriegt hier gute Referenten geboten und da greifen wir auch in die Tasche und geben was aus, sodass wir wirklich den Vereinen, den Übungsleitern vor allem, die das an ihre Mitglieder heranbringen sollen, was bieten können. Vielen Dank, Herr Meier, für das Interview und toi 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 für die nächste Amtszeit und für den Turngau. Dankeschön. Ich danke Ihnen, Dankeschön.